Hallihallo, liebe Deutschlernende und Studierende und Fans vom Kanal Episch Deutsch. Heute mal ein lieber Gruß aus meinem Büro. Ja, ich möchte die Frage beantworten, die ich total cool finde, die mir sehr, sehr gefallen hat, weil sie einfach in mein Herz trifft. Und zwar, welches Sprichwort in Deutsch und in Russisch ich so gern mag. Ich bin ein Mensch, ich liebe Aphorismen. Ich lebe davon und ich habe eigentlich immer einen Zettel und einen Stift bei mir, um spannende Sätze und Zusammenhänge aufzuschreiben. Und falls Sie es geschafft haben, uns in Facebook oder Instagram zu finden, unter BEI Training finden Sie viele, viele, viele Zitate, die mir sehr gut gefallen, die mir aus dem Herzen sprechen. Ja, aber auf die Frage zurückzukommen. Ich kann gar nicht sagen, was mein Lieblingszitat ist und ob es ein Zitat als Sprichwort ist oder einfach nur als Redewendung. Ich fange mal mit dem Deutschen an. Es gibt ganz viele, aber das, was, glaube ich, mir am Herzen liegt bei den Menschen, in der Arbeit mit den Menschen, ist, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus. Ich glaube, das kennzeichnet sehr gut, wie ich Menschen verstehe und wie ich ihnen helfen möchte, sich miteinander zu verstehen und zu verständigen. Und es bezieht sich auf Kommunikation, und wenn der eine schreit, schreit der andere, und wenn der wenn Aggression auf Aggression folgt, Aggression, und das ist was, wo ich gerne gegenwirke und helfe, mehr Verständigung, mehr Verständnis untereinander zu erreichen. Ja, und im Russischen kann ich nur sagen, ein erneutes Mal Bezug nehmen auf eine meiner Russischlehrerinnen und meine zweite Mutti, Olga Petrovna Orlova. Ich habe heute noch Kontakt zu ihr, und sie hat mir, ich weiß nicht genau, wann es war, aber ich glaube, es war 1991 oder 92, als ich als Studentin sie besucht habe, hat sie mir mal den Spruch gesagt: «Бывают ночью без просвета, но без рассвета никогда». Was ja sowas heißt wie, wenn es gibt manchmal Nächte, die ziemlich dunkel sind, aber einen Sonnenaufgang wird es immer geben. Und auch das ist was mich prägt und was ich gut finde in der Einstellung eines Menschen. Irgendwie geht es immer voran, und irgendwann kommt nach einem Tal auch immer wieder ein Hoch, und es geht weiter und es geht vorwärts, und man kann nie sagen, das, was heute für mich Glück darstellt, wird es morgen zu Unglück oder umgekehrt. Auch dazu demnächst in Kürze ein spannender Post in Social Media von uns. Einen schönen Tag noch, lasst es euch gut gehen. Tschüss!